Mit ihrem Arzt spricht Marcella noch einmal ihre bevorstehende Operation durch. Die Mutter von drei Kindern will sich den Bauch straffen lassen. Für die Operation ist die Spanierin nach Marokko gereist. Dorthin kommen immer mehr Menschen aus Europa und den USA, die sich für ihre Schönheit unters Messer legen wollen. Diese Klinik in Rabat hat sich auf die OP-Touristen spezialisiert. Es gibt hier Kinderbetreuung und die Operation ist viel billiger als in Spanien. Außerdem soll die Klinik eine der besten sein. Die niedrigen Kosten sind das Hauptargument für die OP-Touristen. Während die Operation in Marokko 2.500 Euro kostet, ist es in Europa etwa das Dreifache. Darüber hinaus haben sich die marokkanischen Operateure einen guten Ruf erarbeitet. Die Nachfrage nach Schönheitsoperationen in Marokko steigt ständig. Jeden Monat werden 1000 bis 1200 Operationen durchgeführt. 10 bis 15% der Patienten kommen aus dem Ausland. Rund 50 Spezialisten für Schönheitsoperationen und ein Dutzend Kliniken gibt es in Marokko. Brustvergrößerungen und Fettabsaugen sind am beliebtesten. Anders als in Tunesien und im Libanon gibt es in Marokko nur wenige All-Inclusive-Pakete mit Reise und Unterkunft. Für Marcella spielt das keine Rolle. Wir wollten uns die Klinik vorher ansehen. Ich will nicht online die Katze im Sack kaufen, also nur anhand einer Internetseite. Eine Operation ist ja schon eine ernste Sache. 4 Tage ist ihre Operation nun her. Marcella geht es so gut, dass sie mit ihrer Familie am Strand entlang schlendert. Sie freut sich auf ihr neues Leben mit straffem, faltenlosem Bauch.